Hallo! Ja, hier ist Neiko. Willkommen zurück zu Zork, der Großinquisitor. Tja, das letzte Mal war ich ja bei dem Haus des Dungeon Masters und ja, ich habe leider etwas vergessen dort zu machen. Und zwar werde ich gleich wieder dorthin gehen. Ja, genau, wieder durch den Garten. Tja, hier sind noch Eierstocken, da sind noch fette Blumen. Und ich habe ja jetzt diesen Throck. Ja, Zauberspruch. Man hört immer Zaubersprüche, genau, da sieht man das. Lässt Vegetation wachsen und den will ich gleich mal auf die netten Blumen hier anwenden. Und sie leuchten schön. Ach, Sonnenblumen. Hm, okay. Und hier, ja genau, das Lilmar. Das kann ich auch rocken lassen. Dann. Boah. Wenn's funktioniert hätte, wär's dir sicher auch nicht recht gewesen. Nee, nicht unbedingt. So ein riesengroßes Löwenmaul. Ich weiß nicht, was das alles so gemacht hätte mit mir. Okay, dann, ja, die Alarmanlage singt immer noch. Ganz toll. So, dann will ich aber vorbei an ihr. Und genau, hier ist noch eine Teleportationsstation. Lass uns hier verschwinden, ja? Ja, sofort. Schnell. Hopp, hopp. Karte rein. Und wieder bei der Kreuzung raus. So, ja, ich bin wieder da, wo ich angefangen habe, ganz toll, ja. So, ich will hier entlang, nämlich die Magie. Ja, sei mit uns. Geh dann näher ran, klopfen wir mal. Ja, niemand öffnet mich. Ganz toll. Ah. So, die Magie, sei mit uns. Ja, das hört sich schon mal gut. Und dann so wieder ein Zauberspruch. Und ich habe ja am Anfang gehabt den Redthroth. Ja. Wird mir hier auch noch helfen. Also dann öffnen. Juhu, und eine weitere magische Tür ist aufgegangen. Dann nehmen wir ein. Ist okay. Ah, meine Alma Mater, die bedeutendste Zaubereinrichtung in ganz Zork. Habe ich schon erwähnt, dass ich Klassenprimus war? Nee, hast du nicht. Aber gut. Heißt etwas Rasen. Ja, ein Schild. Und ja, okay. Ich werde hier mal kurz speichern und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, bis gleich. Hallo, hier ist Neiko. Willkommen zurück zu Let's Play Zork. Ja, ich bin immer noch vor der Uni, kurz vorher gespeichert. Tja, und hier ist die erste Todesszene und ich habe einen Gastkommentator. Ja, würdest du dich kurz vorstellen? Romanina PBT, hallo. Hallo. So, es freut mich, dass du dabei bist. Na. Ja, mich freut es auch. Ja, es hat irgendwie ja, ein paar umständliche Komplikationen gegeben, aber... Aber im Nachhinein hat alles ja geklappt. Ja, ich hoffe mal, dass es auch so sein wird, wie es jetzt klingt. So, okay, dann mal umschauen. Ja. Und zwar, da ist ein Schild. Vorsicht vor bodenlosen, was weiß ich, Blumen. Und nicht auf den Rasen rocken. Hm, kennst du das rocken? Nee, wirklich. Nein. Das ist ein Zauberspruch und ja, den werde ich später gleich mal ausprobieren. Aber zuerst mal, ja, werde ich mal etwas Dummes machen. Also sterben. Ja, sollte okay. Dann mal los. Tja, wenn du willst, kannst du das dann sprechen. Ja, warte. In bodenlose Grube springen. Sie stürzen in die bodenlose Grube und stürzen und stürzen. Und über die Jahre lernen sie ein ähnlich vom Schicksal gebeuteltes Abenteuerwesen kennen und lieben. Sie heiraten, bekommen 3 Kinder und sterben schließlich an Altersschwäche. Sie sind tot. Sie haben 131 von 1000 Punkten erreicht. Damit verdienen sie den Rang erfolgloser Abenteurer. Ja, ganz toll. Ja, oder? Der Held, der geht aber ziemlich dran. Ich frage mich gerade, wen hat er geheiratet? Die Lampe? Wahrscheinlich Igel. Igel? Ja, das hoffe ich doch auch sehr, weil mit der Lampe wäre es ziemlich schwierig gewesen. Oder vielleicht hat er irgendwo einen Terrier-Jack irgendwie gefunden. Ja, das wäre auch irgendwie komisch. Ja, ein netter Tod, finde ich mal. Ist eigentlich der Held männlich oder weiblich? Also, naja, der Held ist ja
Alterslos, geschlechtsneutral, also im Prinzip weiß man nicht, wer der Held jetzt genau ist, was für ein ja, Merkmal oder auch nicht. Okay. Es kommt darauf an, wer ihn gerade spielt. Also es kann da auch eine Heldin sein. Wer weiß. Da hast du natürlich recht. Also kann oder das vielleicht ein Zwitter. Okay, ja. Okay, das hat mich gefreut, dass du dann die erste Todesszene für mich gesprochen hast. So, dann... Ja, bis zum nächsten Mal dann. Bei der nächsten Todesszene. Ich hoffe, dass du auch da wieder mitsprichst. Ja, keine Sorge. Okay, dann lade ich das Spiel mal. So. Ich habe vorher gesagt, das Rocken. Okay. Ja, und wieder da. So, jetzt gibt es gleich die zweite Sterbeszene. Ja, hinter der nächsten, ja, und so weiter und so fort. So, ich habe vorher erwähnt gehabt, das Rocken, das ist ein Zauberspruch. Ja, den werde ich gleich mal auf den Rasen machen. Das ist ja gestanden, man soll nichts rocken. Auf Rasen rocken. Ob schon scheinbar harmlos, wird Ihnen schnell klar, wieso es streng verboten ist, auf den Rasen zu rocken. Das Gras schießt plötzlich mit ungekannter Blutgier nach oben. Jeder Halm wird zu einem schmierigen Tentakel. Die grüne Masse umschlingt sie, hebt sie hoch in die Luft und dann macht's Ratsch oder so ähnlich. Sie sind tot. Sie haben 131 von 1000 Punkten erreicht. Damit verdienen sie den Rang erfolgloser Abenteurer. Ja. Okay, man sollte nicht auf Rasen rocken. Ja, Gras kann auch tödlich sein. Man hätte das gedacht. So. Ja, hallo, wieder zurück. Ja, das war Romani Nairo PPT. Ja. Danke nochmal im Nachhinein dafür, dass du die Todesszenentexte gesprochen hast. So, okay. Dann will ich hier mal weiterschauen und nicht mehr in diese bodenlose Grube springen. So, das macht man ja nicht. So, mal schauen, was da ist. Eine Säule. Wer da rein will, muss die Aufnahmeprüfung bestehen. Die drei Säulen. Getestet wird das visuelle Vorstellungsvermögen, Strukturerkennung und das Klicken. Tja, kein Problem für mich. Also dann mal schauen, was ich da machen muss. So, ich weiß es natürlich. Irgendwie ein Vulkan sollte ich machen. Ah, ein Leuchtturm. So, was gibt es da noch? So. Ja, oder was auch immer das war. Egal. Juhu, das erste geschafft. Klicken und visuelles Vorstellungsvermögen. Dann hier werde ich natürlich nicht mehr hineinspringen. Nee, das mache ich nicht. Dann nächste Säule. Okay, das soll eine Säule darstellen. Und zwar brauche ich, ja genau, eine Säule mit einem Zwergzeichen. So, jetzt sind wir wieder richtig im Schatten. Juhu, das nächste Rätsel gelöst. Und da schließt sich der Boden. Ganz toll. Okay. Und wieder ein Bodenlosgrube. So, das letzte Rätsel habe ich. Und hier brauche ich. Wow, Olga. Was ist das? Phobos Magic. Server Company. Ja, das brauche ich natürlich nicht. Was ist da? Schenk Overclock. Fieber. Ja, geil. Ich brauche nämlich. Da war das, glaube ich. Was ist das? Ein Fenster. Ach nö, nee, was ist denn jetzt los? Egal, ich muss nämlich durch das Fenster hinein. Ja, ganz toll. Geotech Ostländer, das weckt Erinnerungen. Glorreiche Tage voller Verwünschungen. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Na toll, warum auch nur? Tja, steckst wohl in der Lampe und hast dein Gedächtnis verloren. Irgendwie auch. Okay, da bin ich durchgekommen, durch dieses Fenster. Tja. Wir sind in die in die Uni eingebrochen, ganz eindeutig. So, okay, was ist da hinten? Aber da mache ich vorher noch einen Speicherpunkt. Und ja, ich hoffe, dass Romani wieder da spricht. So, okay, in der Uni jetzt. Und Romani ist immer noch da. Und mal schauen. Ich habe hier noch ein paar Lesestellen für ihn. Und tja, wenn du es lesen willst, dann viel Spaß dabei. Warnung, der zuständige Chirurg von GMT
Tate hat vermittelt, dass Sorgsteine, Sorgrocks, in Verbindung mit colahaltigen Getränken schädlich sein können, da der Magen möglicherweise platzt. Tja, man sollte anscheinend keine Sorgrocks essen, oder besser gesagt mit Cola mischen. Tja, aber zumindest das wird man auch später dann sehen, wie das genau funktioniert und ja, welche explosiven, schädlichen ja, Nebenwirkungen es hat. Aber egal. So, was haben wir noch? Gyudech, Deans Liste, Mianik, Z-, Star Wars of Good, A+. Ja, man merkt also, dass Janik nicht unbedingt der Beste in der Schule war. Ja, Mutter verzweifelt gesucht. Für einen magischen Fächer Schüler hat MU und steht vor Exmatrikulation. Gute Bezahlung in Sorgmitz oder Naturalien Angebote an Janik. Extra 4570 magische Unfähigkeit. Ja, da steht da für MU, genau. Ist magische denn, Unfähigkeit. Achso, okay. Also das ist so eine Art Krankheit anscheinend, diese Spiel magische Unfähigkeit. Was ist XT? XT? Was genau? XT? An Janik Extrakumulation. Exmatrikulation. Ach so. Ja, toll, dass ich drauf gekommen bin. Ja, okay. Dann mal schauen, was es noch so alles gibt. Hey. So, jetzt muss ich mal schauen. Was da oben? An alle. Die Alarmanlage ist im Eimer. Holt sie mal einer raus? Ja, wäre nett, wenn das einer machen würde. So, ja, klar, wo sollte die Alarmanlage denn sonst sein? Also, irgendwie, diese deutsche Übersetzung ist wirklich genommen. Ach so. Mikes Unterhose. Ja, aber wo ist sie? Ist sie unsichtbar? Wer weiß. Was ist denn das? Ist das so eine Vermisstenanzeige, oder was? Genau. Gratulation an unsere GU-Tech-Zaubermeister. Dreimalige Gewinner im Taumaturgie-Zentrum. Für die Verwandlung des Mythican Instituts für technische Magie in Guano wurde der erste Preis verliehen. Ja, anscheinend hat da irgendwer etwas gewonnen. Naja, was auch immer Taumaturgie-Zentrum bedeuten mag. Aber egal, so, mal schauen, was es noch so alles gibt. Dieser Binnwand. Mimo, die Snackautomaten werden am Grühtag aufgefüllt. Wir bitten um Geduld. Je nach Zustand der Bonbons ist der Zugang zu den Spinden bis dahin gesperrt. Ja, genau, das ist ein wichtiges Mimo noch dazu. Ja, Grühtag, was es mit den Grues genau auf sich hat, das, wer weiß. Man weiß nur, es gibt sie, aber was sie genau sind, keine Ahnung. Tja, und das war's eigentlich schon. So, ich glaube, das war's vom Memo-Board. Da haben wir noch etwas, was ich vergessen hatte. Ja, das war's mit dem Memo-Board. So, okay. Sag mal, danke, Romani, für die lustigen Textpassagen, die du für mich gesprochen hast. Ja. Keine Ursache. Hab ich gern getan. So gut. Bis zum nächsten Mal.